Wenn jetzt Spielerinnen hier ankommen, im Internat jetzt untergebracht sind, was erwartet sie dann für einen Trainingsalltag? Das ist abhängig von in welcher Schulklasse die sind. Alle Mädels, die bis der 10. Klasse sind, trainieren zweimal pro Woche früh. So trainieren vor der Schule oder irgendwo in die ersten 4 Stunden von der Tag. Also vor der Schule heißt 7:30 Uhr ist Trainingsbeginn, ne? Dann Ja. in der Regel 1,5 Stunden bis 9 Uhr. Ja, wir haben 2 Trainingseinheiten früh. Das ist abwechselnd für die unterschiedliche Klasse. Die ganz Kleine haben irgendwo in der Mitte von der Tag die Doppelstunde Volleyball. Die mittlere Gruppe, so sag mal bis der 9., haben 2-mal früh. Und die ältere, so 10. bis 13. Klasse, haben auch 2-mal früh. Für 11, 12, 13 haben dann noch 2 zusätzliche Frühtrainingseinheiten, die dann von 9:30 Uhr bis 11 sein. Nachmittags ist aber auch noch Training. Nachmittags ist natürlich auch noch Training. Bisschen abhängig von Alter trainieren wir 2 bis 4 Mal der Woche nachmittags im Prinzip. Wobei es bei einiger Gruppe auch nochmal eine 5. Trainingseinheit geben kann, aber die wird dann mit einem bestimmten Ziel sein. So entweder ist ein Individualtraining oder noch ein zusätzliches Krafttraining und so weiter. Aber Jetzt rechnen wir mal zusammen. Also wie viele Trainingseinheiten sind es insgesamt pro Woche für verschiedene Jahrgänge, verschiedene Schulklassen? Wenn ich für meine Gruppe gucke, dann sind wir bei 9 Trainingseinheiten der Woche, 4 früh, 5 nachmittags. Ja, so, und das ist dann die Oberstufe, ne? Also Ja. die Klasse 10, 11, 12, ne? Und Die, 13. ja, und 13 ganz genau, ja, und die etwas jüngeren. Die etwas Jüngeren trainieren dann, sag mal, 7-mal der Woche. Und bis der ganz Kleine, wo es dann auf 4-mal der Woche geht. Gibt es da Unterschiede, wie du mit denen umgehen musst, wie die Erwärmung zum Beispiel stattfindet, ob die jetzt morgens um 7:30 Uhr trainieren, ob die um 10 Uhr trainieren, ob die nachmittags trainieren? Ja, absolut. Weil man muss natürlich gut gucken nach die Belastung. Und die Belastung ist nicht nur im Volleyballbereich, muss ich dann auch wirklich dazu sagen. Die Belastung liegt natürlich auch außerhalb, Schulbetrieb. So, wenn ich um 7:30 Uhr morgens trainiere, die Mädels brauchen einfach länger Zeit, um auf Schnelligkeit zu kommen. Vielleicht nicht nur körperlich, aber auch im Kopf, um wirklich voll dabei zu sein. So, da muss ich mit rechnen. Und das meinst auch, dass zum Beispiel meine Mädels springen im Frühtraining absolut nicht, auch um die Belastung über den Tag, über die Woche zu steuern. Jetzt bist du nicht der einzige Trainer hier, sondern du hast auch Unterstützung, ne? Das heißt zum Teil mit Co-Trainern, aber auch im Athletikbereich, im Kraftbereich. Da habt ihr spezielle Trainer, die dann mit den Mädels arbeiten. Ja, Vorteil vom Stützpunkt ist, dass man die Ressourcen von Olympiastützpunkt zur Verfügung hat. Und in unserem Fall ist das auch ein Fulltime-Krafttrainer, die hier vor Ort ist, wo ich meine Mädels mindestens 2 bis 4 Mal der Woche durch Betreuer lasse, die den Mädels ausbildet in Krafttraining. Nicht nur die Krafttraining an sich, aber auch die Techniken und auch die Erholungstechniken, so wie Stretching und so weiter, hilft er uns da sehr gut aus.